Ihr Lieben, herzlich willkommen heute zum Wort für jeden Tag. Schön, dass ihr zuschaut. Ich möchte heute über ein Wort aus der Bibel nachdenken, das mir die letzten Tage wichtig geworden ist. Psalm 32, Vers 8. Gott sagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Ein ganz persönlicher Satz, den Gott zum König David sagt. Und ich glaube auch heute zu uns. Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Es ist eine spannende Frage, finde ich, was uns eigentlich den Tag über leitet. Warum tun wir das, was wir tun? Warum sagen wir das, was wir sagen? Was leitet uns eigentlich? Ist es die Gewohnheit? Ich tue das, was ich immer getan habe. Ich stehe morgens auf, weil ich gestern schon aufgestanden bin. Gibt es jemanden, der mir sagt, was ich tun soll? Also unsere Kinder müssen jetzt an den Schreibtisch, weil wir ihnen das sagen. Und wir sagen, komm, setz dich hin, lerne, mach deine Hausaufgaben und wir kontrollieren das. Gibt es jemand, der dir sagt, was du tun sollst? Vielleicht auch der Ehepartner? Ist es meine Persönlichkeit, die mich beeinflusst, das zu tun, was ich tue? Vielleicht bin ich ein Harmonietyp und ich suche immer irgendwie den harmonischen Weg. Ist es die Not, ich muss Geld verdienen, ich muss das tun? Ist es die Anerkennung von anderen, ich tue das, was ich tue, deshalb, weil ich von anderen geliebt werden will? Wonach entscheide ich eigentlich, was ich tue? Wir als Christen haben die Möglichkeit, Gott zu fragen. Herr, was willst du eigentlich, dass ich tue? Was ist eigentlich gut in deinen Augen? Was willst du? Und Gott verspricht, ich will dich unterweisen. Ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Besonders schön finde ich diesen letzten Teil. Gott sagt, ich will dich mit meinen Augen leiten. Es ist, als ob Gott uns das schenkt, dass wir die Welt durch seine Augen sehen können. Vorher sehe ich irgendwie alles verschwommen. Manchmal habe ich so das Gefühl, ich habe nicht den Durchblick. Jetzt auch gerade in dieser Corona-Zeit ist alles schwer einzuschätzen. Was ist gut, was ist nicht gut, was sind die richtigen Schritte, was nicht? Was sollen wir tun, wie sollen wir uns verhalten, auch als Kirchengemeinde? Manchmal habe ich das Gefühl, ich bin blind und weiß gar nicht genau, was ist der richtige Weg. Und dann setzt Gott mir seine Brille auf und ich darf durch seine Augen die Welt sehen. Ich darf mit seinen Augen meinen Alltag sehen, die Menschen um mich herum, die Kirchengemeinde, die Welt. Was ist das für ein Blick? Das ist ein tolles Versprechen, oder? Die Welt durch Gottes Augen sehen. Und auf einmal sehe ich das, was wirklich wichtig ist. Kleines wird klein, Großes wird groß. Vielleicht wird das Geld ein bisschen weniger wichtig und die Menschen, die mich brauchen, werden etwas wichtiger. Vielleicht wird das, was andere von mir denken, etwas weniger wichtig. Und das, was Gott in dieser Welt tut, wird wichtiger. Es braucht ein bisschen Zeit, sich an diese neue Sicht zu gewöhnen. Es ist so ein bisschen wie bei einer neuen Brille, da muss man sich auch erstmal an diese neue Sicht gewöhnen. Das geht nicht von jetzt auf gleich, das erfordert ein bisschen Übung. Ich kann mit Gott im Gespräch bleiben, ich kann mich daran gewöhnen, auf ihn zu hören. Deshalb nehmen sich viele Christen am Tag ein bisschen Zeit, um in der Bibel zu lesen, auf Jesus zu hören, mit Gott im Gespräch bleiben. Und so färbt sich meine Sicht der Dinge langsam durch den Geist Gottes. Und ich starte so in den Tag und bitte Gott, Herr, schenk mir, was ist heute wieder wichtig? Lehre mich heute, was dir wichtig ist. Noch eine Beobachtung. Psalm 32 ist ein Bußpsalm. David bittet Gott darin, Gott um Vergebung. Er ist falsche Wege gegangen in seinem Leben. Er hat Dinge falsch gemacht. Und er will wieder neu anfangen. Er will sich wieder neu an dem orientieren, was Gott sagt. Buße heißt, ich habe mich verrannt, ich gebe das zu. Und ich möchte wieder neu anfangen. Und vielleicht hängt dieses Versprechen Gottes, David zu leiten, auch an dem Willen, neu anzufangen, an diesem Eingeständnis. Vielleicht ist in dieser verrückten Corona-Zeit, wo so viel anders ist, auch die Möglichkeit für uns, nochmal neu zu überlegen, wo will ich neu anfangen? Wo habe ich Prioritäten falsch gesetzt? Wo lasse ich mich von falschen Dingen leiten?
Wo habe ich Jesus aus den Augen verloren? Wir können bei Gott neu anfangen. Du und ich. Heute. Und dann auf dieses wunderbare Versprechen hören, dass Gott zu uns sagt, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Gott segne euch heute.